Hallihallo und herzlich willkommen bei Minecraft Live in the Woods mit Anduin. Hallo. Und meiner Wenigkeit, grüß euch. Ja, die Tibra. Ja, wir haben schon ein bisschen Obstgarten. Ich dachte mal, ich stelle mich darauf, damit man ein bisschen so das Gelände sieht, was mittlerweile entstanden ist. Das Häuschen, gell? Schaut ja, recht nett aus. Wir wollen da ein bisschen was verändern. Ups. Und zwar, ich will so richtig ein Weizenfeld machen. Jupp. Cool. Ja, das sind ja Beeren. Ja, stimmt. Genau. Muss ich auch wieder. Und unter den Obstbäumen, das wird alles voll Blumen. Gras weg und nur Blumen hin. Können wir das machen? Ich hab's jetzt einmal mit Knochenmehl. Dass okay. Es nicht nur Blumen sind, sondern nicht so gemischt. Okay. Machen wir durch das Tal auch einen Weg? Werden wir machen. Jo. Aber dazu glaube ich, sollten die nächsten Gebäude dann stehen, dass wir sehen. Achso, wohin? Ungefähr wie und was. Ja, und den Platz da unten, also vom Teich weg, mit so ein paar Blöcke vom Teich. Abstand würde dann bis darüber zum Fluss diese Senke da unten, dass man die mitten als Weizenfeld hat. Ja, aber nicht quadratisch oder so, sondern eher unförmig. Nein, natürlich, einfach gell? So den ganzen Rand, den natürlichen da lassen. Ups. Ja. Ein bisschen, da drüben wäre das ein bisschen scharfkantiger gestalten, da wäre ein was von der Erde wegnehmen. Na, ja. Dann hole ich mir doch gleich Kompost. Genau. Aus meiner kleinen Gärtnerei. So wie denn da jetzt eigentlich. Das ist so viel ist ja da drinnen noch Erde? Nicht. Erdbeer ist da. Wie nehme ich das dann alles raus? Das ist nämlich komplett voll. So, dann haben wir die Beeren. Ja, und dann würde ich fast vorschlagen, ich nehme da die ganzen Blumen und Gräser da weg. Ja, die können ja woanders. Genau. Werden. Dann haben wir gleich ein paar Blumen. Ah, das ist Matsch. Da ist Erde und da ist Kompost. Mhm. Dann beginne die Erde zum Rausnehmen. Ja, Ding genau. Und ich pflanze gleich hinten nach dem Kompost. Ich habe jetzt mal da einiges. Moment. Ja. Und draußen ist einiges auf meinem Kompost. Ja, und den Komposthaufen bitte immer schön befüllen, wenn du irgendwas hast, damit man... Ja, wir haben zum Bauen, damit man sich nicht wundert, wieder friedlich gestellt. Ja. Damit wir da etwas schneller vorankommen. Genau. Und ich glaube, ich werde auch mal kurz den Morgen wieder einleiten. So. Ja. Und dann sehen wir auch was. Dann sehen wir auch was richtig. So, was ist denn alles da drin? Hey, also ich habe Kompost, Ende nie und Erde. Sehr schön. Ja. Perfekt. Wir werden da jede Menge brauchen. Mhm. Ich glaube, die Fläche ist gar nicht so klein da. Du hebst aus und ich pflanze nach am besten. Ich habe jetzt nur gerade einmal das Gras da weggenommen auf der Fläche. Wie viele Scheren habe ich mir gemacht? Da kriegen wir gleich Samen auch, die wir dann wieder pflanzen können. Ich in bei der Kompostkiste sind an die 100 Samen drin. Mhm. Mhm. Sehr Fische, schön. Ananas, Äpfel, hallo, was ich da alles habe. Ja. Hui die Wui. Da schaut's die Tibra. So, wurscht mir mal das hier. Das kommt gleich da drauf. So. Was hüpft denn da herum? Wo kommt denn die Grille her? Grillen haben bei uns keine Chance. Das ist aber echt spannend. Wir haben da eigentlich nie welche gehabt, oder? Stimmt, na. Ich kann mich jetzt nicht hüpft erinnern. Da auf einmal eine Grille herum. Die hat mitgekriegt, was wir da machen wollen. Neugieriges mit, Miststück. Mit dem Kompost mit müsste es ja egal sein. Ne? Ja, ich denke, da ist egal. So, und da würde ich ein bisschen wegnehmen da, von der Erde. So. Ah, das immer alles wegschmeißt, ist ja fürchterlich. Gut,
ein ganzer Kompost, na wow. Warte mal. Ich habe da in der Kiste beim Kompost ist auch noch Kies drinnen, falls du brauchst. Brauchen wir Kies? Gartenhacke, Steinhacke. Na, für den Weg, falls wir vorhin Weg machen. Na, machen wir erst, wenn ich mehr Gebäude ja, da sind. Aber ich dachte vielleicht so ansatzweise. Ja, wir können dann einmal vom Bauernhof dort zum Feld einen schon mal anlegen. So. Ja, du gehörst auch gleich mir. Abgenommen, ja. Sieht da die Kante nicht, oder was machen? So, also mit einem Abstand am besten vom Rand, gell? So. Na, die Senke wird mir wieder wirklich. Ja, ja. Aber so also zum Teich da vorne. Die Dingwärmen ausnehmen. Ich wollte nur da okay. Die Kante da wegnehmen. Ja. So, das war's jetzt. So. Und da würde ich es auch sogar regelmäßig machen, dass wir vielleicht da schon beginnen. Ja, und um den Teich dann auf ganz da. Viele Blumen. Ach, ich habe den Samen vergessen. Die könnte ich ja auch gleich reinbringen. Ich bin ja gespannt, was es noch alles an Obst zu finden gibt. Ja, ich glaube auch. Genau. Da ist noch einiges, oder? Ein bisschen was fehlt. Aber die Hacke braucht. Die Melone zum Beispiel haben wir noch nicht. Die ist die eigentlich standardmäßig schon drinnen ist. So, gut. Also das wären wir so auf der Nordseite praktisch. Der Beginn des Feldes. Ich komm schon, ich. Du Buttlust, du bist der Butler. Schon wieder die Dreckarbeit. Ah, okay, da bis zum Rand, sonst ich hätte nämlich sonst was freilassen. So. Wenn wir den Kompost als Untergrund haben, dann richtet er die Grille, glaube ich, keinen Schaden an. Nein, richtet keinen Schaden an. Das grünt ja gleich wieder nach. Hoppala. Schön, das wird schön. Das ist ein richtig großes. Im Wind. Ja, wir haben so. Jetzt gerade beim Thema Weg schon erwähnt. Ich glaube, wir haben uns jetzt geeinigt, dass es ein kleines Dorf wird da in dem ja. Tal, oder? Mit was, einer Mine? Genau. Also das nächste, was wir jetzt dann vorhätten zu bauen, wäre so eine Art Minenarbeiterhaus mit Mineneingang. Das wird höchstwahrscheinlich, wo ist der Hügel? Da in diesem Bereich, da wo diese steilen Hügel da sind im Süden, da werden wir das irgendwo rein ja. Bauen. Wir bräuchten dann glaube ich auch, wenn wir so viel Weizen haben, so einen Bäcker auf der Art oder Mühle. Ja, Mühle bräuchten wir. Ja. Das wäre dann das, also so richtig die Wirtschaftskreisläufe wie bei Siedler und anderen, dass wir das ein bisschen so nachbauen. Sprich zum Minengebäude wäre dann das nächste halt die Schmelze und Schmiede.
Und da zum Bauen wäre eben das nächste die Windmühle und dann die Schmiede, der Bäcker. Bin gespannt, wie wir das alles darstellen können. Bin mir noch nicht sicher, ob wir einen Bäcker ausführen oder ob wir praktisch das kombinieren. Den Endverbraucher, das Gasthaus halt. Dort rennen ja eigentlich dann auch die Waren hin. Ja, das wäre cool. So ein Gasthaus, wo man dann wirklich. Ja. Sonst, wenn wir einen Bäcker machen, müssten wir sonst irgendeinen Fleischverarbeitungsbetrieb ja auch machen, einen kleinen. Ja. Das wäre dann praktisch für die Viehzucht der Abnehmer. So. Dass dann nicht zu viel wird. Ein Dorfplatz bräuchten wir auch irgendwo oder irgendwo in der Art. Das ist dann eh beim Gasthaus, ne? Och nein. Was? Jetzt habe ich nur eine Schaufel. Aber das ist gleich erledigt, weil da gibt es eine Werkbank. Ich habe schon wieder zu wenig getrunken vor der Aufnahme, jetzt da kratzt der Hals. Oje. Vergisst du immer. So. So, dann werden wir da einige Schaufeln produzieren. Nachproduzieren, genau. Ich glaube, das sollte reichen. Die Axt hier los weg. So. Schön ist an dem Kompost, an der Komposterde, dass die gleich hoch ist. Das ist nicht so wie bei der normalen. Wenn sie ungeackert ist, glaube ich, hat sie auch so eine. Achso, die muss man ja jetzt dann noch. Okay, ja, stimmt. Dann ist sie ja niedriger, ne? Ja. Den jetzt nicht aufgenommen? Nein, glaube ich nicht. Nein. Ups. Ich habe nur noch 110, 117 Kompost. Oh ja, danke. Wir müssen ein bisschen Kompost produzieren. Ja, da hinten steht der Bambus. Okay, der wandert gleich. Genau. Ich laufe. Ich erledige mal da die Aushebung. Ja, danke. So viele leckere Äpfel. Lecker. Apfelkuchen. Ja. Na, Apfelstrudel. Lecker. Guten Ups, Apfelstrudel. So, nicht runterfallen. So, und auch da werden wir wieder keinen geraden Abschluss machen, sondern eher. Ich hoffe, ich kann alles aufnehmen. Ja. Der kommt nämlich ganz schön viel raus bei dem Bambus. Der ist super duper geeignet für das Ganze. Wenn ich das so schaue, das sind über ein ganzes Deck die Reihe. So, dann schauen wir uns das da mal an, ob wir das so. Ja, ich glaube, das können wir so nehmen. Ich glaube, da werden wir gar nicht so weit reingehen. Da bringen wir lieber noch mal ein bisschen Erde wieder ein. Das hier so machen. Goldbambus. Ja, den pflanzen wir aber auch gleich wieder an. Was machst du da? Ja, das lassen wir auch so. So. Das dann noch aufnehmen. Wächst ja super duper schnell. Ja.
Das wird eine schöne Fläche. Ja. Schaut vom Haus aus sicher super aus, wenn dann so ein riesiges Weizenfeld voll ausgereifter steht. Mhm. So, ich bin da genau voll. Das ist praktisch. Interessant wäre, ob der Bambus sich auch am Pflanzsamen unten liegen lässt. So, was ich einpflanzt dann. Ja, so wie die Baum. Vermutlich. Ich glaube, das ist eher abhängig, von welchem Pack das jeweilige Teil kommt. Ah, okay, na, das kann natürlich sein. Wobei dann die normalen Bäume haben sie auch einpflanzt, oder? Mhm. Der Jacaranda hat sie einpflanzt. Ja. Ich glaube, das werden alle machen. Ups, da liegt die Erde herum. Gleich aufnehmen. Können wir sicher irgendwann einmal wieder benötigen. Ja, wir brauchen Erde. Wir benötigen sie ja zum Kompost. Ah ja, stimmt. Alleine fürs Vermischen. Ne? Ja, ja. Richtig. So, bin ich voll? Ja, na fast. Aber das lege ich da mal. Dann werde ich da vielleicht gleich einmal Erde da nach hinten bringen. Oder hast du noch welche? Es ist nur noch ein Stack drin. Ja, dann bringe ich da gleich mal welche. Ja, bitte. Ja, schon jede Menge. Ich liebe unsere Obstbäume. So, die werde ich dann auch mal weiterziehen. Wo muss ich hin? Ah ja, da ist es jetzt. Genau. Sehr gut, dann gehe ich noch mal was einbringen. Saferfeld kann ich auch erweitern. Also ganz ansehen. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Die restliche Erde würde ich da dann reinlegen. Ja, da gibt es ja schon einen Schubfach. Ja. Die Gärtnerei. Ja, bitte. Da ist jetzt mal jede Menge drinnen. Ups. Was? Alle Schaufeln schon. Ui. Oh Gott. Schaufelinflation. Zack, 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 zack. Ups. So. Geht was weg. Ich hätte vier Schaufeln mittlerweile verbraucht. Fast unterschätzt, muss ich auch sagen, von der Erde hier. Ja, na, das war klar, dass das etwas mehr ist, als wie diese 200 Euro, die du gehabt hast. Also. Ui, Kompost aus. Gut, dann bearbeiten wir das einmal. Aufpassen, Muskelpflanzen. Oder? Bildet sich der nicht wieder retour? Gute Frage, werden wir gleich sehen. Bei der normalen Erde ist es ja so, wenn es nicht ausreichend mit Wasser versorgt ist und nicht was draufgesetzt wird. Samen da. Bin ich schon gespannt, wie es wächst überhaupt, der Weizen, weil wir da keine Wasserkanäle machen werden. Na, ich glaube, das ist da kein Problem. Das wird zwar wahrscheinlich ein bisschen länger dauern. Macht nichts. Dafür ist es ja ausreichend. Weizen ist auf jeden Fall sehr wenig. Hoppala. Was sehr wenig?
Wir brauchen mehr. Ja. Ja, die durch die Tiere gehen da, gibt da einiges. Ja, weg. Ja. Dun, dun, dun. So, das war's. Fertig ausgenommen. Alles ausgehoben? Mhm. Gut. Okay, dann bringe ich jetzt einmal die Erde rein. Mhm. Und werde vielleicht wirklich gleich ein bisschen einen Kies mitnehmen. Ist alles in meiner Kompostkiste, die Kiste, was dort steht. Damit wir da einen Weg anlegen. Mitten durch oder rundherum? Nein, ich würde ihn einmal vom Bauernhof jetzt raus, zwischen diesen beiden Teichen da durch. Okay. Weil zu breit muss er nicht sein, wenn er so drei Breite oder reicht das? Ja, ich habe das andere auch alles mit drei breit gemacht. Und dann würde ich ihn ungefähr an der Stelle, ja, wo ich jetzt stehe, da so Richtung Süden bringen. Okay. So circa bis daher. Okay. Und da endet er dann. Okay. Und als Abschluss werde ich wahrscheinlich Stufen hinmachen oder so. Okay. Ups. Angelaufen. Aber die steht offen. Gut, das war's auch mit der Folge des Dreckaushebens. Jetzt kommen die qualitativ hochwertigen Arbeiten. Also dann, wenn sie. Wo ist sie denn? Wo versteckt sie sich ich denn? Ich stehe auf dem Dreck. Alter. Ja. Zack, ich dunste vor mich hin. Hast du nichts zu sagen? So. Ja, wenn es euch gefallen hat, dann Daumen hoch. Schaut wieder rein beim Minecraft Live in the Woods. Arwen und Tibor. Ciao. Tschüss.